Der Schlüssel für hier? Ist hier wieder was tun? Ach so. Hier ist auch niemand. Aber hier war jemand. Hier ist Spielzeug und da gehört wohl der Soldat. Ah, das ist tatsächlich der Soldat. Huch. Der Soldat von diesem Märchen Hans Christian Anders mit dem Zinnsoldat mit nur einem Bein und der Ballerina. Handpuppe, Federball, Trommel. Moment. Der gehört aber auf den Boden. Warum hat der einen Teekessel auf? Trommel mit Stöcken. Ich habe hier eine Trommel. Mir fehlen noch die Stöcke. Da ist ein Stock. Reicht das? Nö. Da ist der andere Stock. Ich sollte vielleicht erstmal fertig vorlesen. Fingerhut, Klebeband, Ballon, Vogel. Nein! Träder? Was ist das denn? Notenheft, zwei Tannenzapfen, zwei Ringe, drei Hüte und ein Stift. Was ist denn ein Träder? Das ist ein Stift. Das ist doch ein Stift. Hör auf damit. Klebeband. Hut. Da fehlt die Handpuppe für. Und Handtapfen. Vogel. Ein Federball. Sicher, dass das nicht der Stift ist? Ach, verdammt. Notenheft. Ich weiß leider gar nicht, was das jetzt da ist. Vielleicht, wenn ich sehe, erkenne... Oh, was ist das denn? Warum ist das so gruselig? Das sind Handschellen. Ist hier nichts, was ich brauchen könnte? Da, ein Stift. Habe ich hier vielleicht noch einen Hut oder einen Ring oder so? Ich sehe es ja leider so schlecht. Ja, auf den ersten Blick würde ich eher sagen, nö. Warum wurde der Hase eigentlich aufgehängt? Da ist die Handpuppe. Ich brauche noch einen Fingerhut, einen Tannenzapfen, noch zwei Hüte. Das ist der Tannenzapfen. Diese Musik. Die Geräusche. Das sind Bücher. Da kommt jetzt, so groß ist das Zimmer. Nee, ach, da ist noch ein Hut. Da ist noch ein Hut. Also so groß ist das Zimmer nicht. Weil so ein Fingerhut ist ja eigentlich eher sehr klein. Ich doch hier.
Ach, das war ein Ring. Okay. Habe ich noch einen Fingerhut? Dachte jetzt eher an ein Dings. Schmuckring. Aber das waren dann wohl diese Ringe hier. Habe ich noch den Fingerhut und das da, von dem ich nicht wirklich weiß, was das ist. Okay, jetzt wissen wir, was es ist. Fehlt aber immer noch der Fingerhut, ne? Fingerhut, Fingerhut. Hier sind alles Töpfe. Ich sehe keinen. Ich fürchte, ich muss tatsächlich mal einen Tipp benutzen. Ich glaube, ich muss tatsächlich mal doch hier drin. Da auf dem Kolben drauf. Ah! Das könnte nützlich sein, dass das ist aber ein leeres Notizbuch. Von da komme ich ja. Nähnadel, Hut, Fächer, Aktenmappe, Jagdhorn, Flöte. Trillerpfeife, leuchtender, Leuchter, Zollstock, Datumstempel, Garn und Buch. Muss er sagen, die Wimmelbilder hier sehen nicht annähernd so nach Messi aus wie normalerweise, aber trotzdem sind sie doch nicht so leicht, weil teilweise dadurch, dass man es halt schlecht sieht, weil alles so in denselben Farben ist. Weil das ist tatsächlich relativ simpel ist gerade. Was ist das in dem Kinderzimmer? Es war nicht so, dass es übermäßig voll war. Es war halt einfach nur sehr dunkel. Und teilweise echt gut versteckt, muss ich gestehen. Ach, der Hut. Den brauchen wir noch hier. Schatz, denk daran, deine schöne Halskette zu tragen, wenn Dr. Thomas zum Essen kommt. Sie ist in meinem Tresor hinter den Büchern 629. Eine halbe Notiz, das bringt nicht viel. Ich muss ein wenig weitersuchen. Diese Puppe ist komplett ausgestattet. Hier fehlt eigentlich noch ein Kleid. Ach, jetzt bin ich wieder hier in dem Zimmer. Fehlt uns auch immer noch ein Buch. Ja, alles glitzert und leuchtet, ne? Hier gibt es nichts mehr, das ich scheinbar mitnehmen kann. Ist hier noch etwas, das ich mitnehmen kann?
Ich kann jetzt die ein bisschen... gruselig. Diese Puppe sieht furchtbar aus. Ich habe ein Auge für dich und einen Arm. Und einen Arm. Ohne Leim kann ich es nicht festkleben. Ich muss die Spielsachen wie auf dem Foto anordnen. Wo ist denn das Foto nochmal? Wenn dies das Kinderzimmer des Mädchens ist, muss ich hier aufräumen. Bestimmt freut sie sich darüber. Das Feuer im Kamin wird nicht gespiegelt. Wie ist das nur möglich? Ah, Moment. Oh, das ist das zweite Auge und der Rest der Notiz. Das war eine schöne Melodie. So. Aber ohne Leim klebt's nicht. Moment, was war denn jetzt eigentlich noch? Jetzt habe ich den Code. Der Hase, noch ein Bär, der Bär, der hier drunter hockt, ne? Der Bär hat Handschellen, ich brauche einen Schlüssel, um ihn zu befreien. Oh Gott, diese Musik. Ich brauche noch Leim. Gehen wir mal erstmal zum Bücherregal. So muss ich. Muss ich die jetzt einfach nur der Reihe nach sortieren? 2, 3. Gott, römische Zahlen. Welches war 4, welches war 6? Gott, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. So. 10. Ich weiß es nicht mehr. Verdammt, ich habe auch keine Uhr mit römischen Ziffern, wo ich drauf gucken könnte. Verdammt. Repariertes Auto. Gruselige Musik, deswegen muss ich es ein bisschen leiser machen. Repariertes Auto, Flasche, Handglocke, Leim. Ah, hier kriege ich meinen Leim. Clou. Flachmann, Geldbeutel, Kamm, Taschenuhr, Karte, Ticketrolle, Bürste, Zigarre und 3 Münzen sind jetzt noch aufgetaucht. Da ist eine Münze und ein Flachmann. Das ist ein, ja, ist die Rechenschieber? Ich wollte das da drunter. So, eine Locke. Eine Bürste. Noch ein Flachmann. Also noch eine Flasche. Das ist noch kaputt. Da sind die Eimerräder. Da. Zigarre. Angebissener Keks. Wie kann er nur? Das hat man ja schon. War das gerade ein Heulen im Hintergrund? Oder ein Kichern? Fehlt noch eine Münze. Die ist hier gut. Tischglocke, die hatte ich doch schon angeklickt gehabt, aber die wollte er nicht nehmen. Okay. Jetzt kriegen wir den Kleber. Ja, ich sehe nichts.
Was war das? Eine Vision? Ich sollte die alte Frau besuchen und sie fragen, was mit dem Haus los ist. Was für eine schöne Musik. Das erste Mal, dass wir wirklich mal eine fröhliche Musik haben. Brauche ich noch was? Das Notizheft? Nein. Irgendwas fehlt noch. Ich hätte noch das Notizheft in der Hand und eine Kette. Die Kette vielleicht. Frage ist nur, wo finde ich die? Aufgabenliste. Hahn, Pizzaschneider. Getrocknete Orange, Teddybär, offene Dose, Brille. Rohrzange, Bügeleisen, Radio, Brief und Handtuch. Radio. Ich meine, die Musik finde ich auch richtig schön. Und die Musik ist richtig toll in dem Spiel. Sehr atmosphärisch. Nicht einfach nur ein wildes Rumgeklimper, sondern schon richtig schön gemacht. Was ist das? Das ist der Bär. Was ist das? Das ist Bügeleisen. Und bisher? Ne? Bisher? Sind die Sachen auch alle so, wie sie heißen? Also ich habe bisher noch keine Tasse gefunden, die Glocke gehießen hat oder sowas. Das ist bisher alles so, wie es sein soll. Rohrzange, wird getrocknete Orange. Was mache ich denn jetzt mit damit? Mal kurz umsetzen. Hier ist eine Dose, glaube ich. Ein bisschen das wie der Deckel von der Dose. Würde aber irgendwie keinen Sinn machen. Ich habe jetzt aber auch keinen Dosenöffner, oder? Sehe ich ihn nicht? Ist hier was drin? Nee. Ich kann das aber doch auch nicht irgendwo hinbringen, also muss ich irgendwas dahin bringen, um was auch immer damit zu tun. Ich weiß es nicht. Das ist ein Flaschenöffner. Das ist ein bisschen. Dann da kann es auch nicht. Ich möchte einfach irgendwas nicht, aber nö. Ich darf tatsächlich ein Foto machen.
Ich habe von dem Mimimi ein Foto gemacht. Ich liebe diesen Fotoapparat. Ich würde am liebsten alles fotografieren. Was ich, glaube ich, auch überwiegend schon getan habe. Moment, da war gerade was. Da. Da ist ein Dosenöffner. Ach, das ist eine Dose. Okay, Entschuldigung. Das war so klein. Das könnte nützlich sein. Handtücher.